Herzlich willkommen zum virtuellen Pressbriefing im Science Media Center, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Volker Stollertz. Ich denke, Sie alle kennen die Heinsberg-Studie. Und heute haben wir die Gelegenheit, über erste konkrete wissenschaftliche Erträge dieser Forschung zu sprechen. Denn seit kurz nach 9 Uhr liegt eine sogenannte Preprint-Publikation vor. Wichtig für alle zu wissen ist, Preprints sind noch keine von unabhängigen wissenschaftlichen Experten begutachtete Publikationen, sondern eine Art Working Paper. Aber angesichts des hohen Interesses und Informationsbedarfs freue ich mich sehr, dass sich der erst und letzte Autor der Publikation bereit erklärt haben, heute Morgen kurzfristig die wichtigsten Ergebnisse zu präsentieren und sich ihren Fragen zu stellen. Und wir haben zudem noch einen nicht an der Studie beteiligten Wissenschaftler gebeten, die Ergebnisse für Sie einzuordnen. Wir haben gerade ein technisches Problem und können noch nicht beide zuschalten, deswegen fangen wir an. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Henrik Streeck. Er ist der Direktor des Instituts für Virologie im Universitätsklinikum Bonn. Und ich erteile Ihnen kurz das Wort für so 5 Minuten. Sie wollten kurz einführen in die Ergebnisse, die Sie heute soeben in dem Preprint veröffentlicht haben. Ja, schönen guten Morgen. Also ich fange dann einfach gleich an, wahrscheinlich mit den Slides, oder? Wie wollen? Genau. Ja, wunderbar. So, ich hoffe, alle können Sie sehen, genau. Wir sind ja also nur zur Vorweg schon sehr lange in Gangelt und Heinsberg unterwegs und ein Vorschlag war eben gewesen, in diesem Bereich, wo wir so ein sogenanntes Superspreading-Event, also ein besonderes Ausbruchsereignis hatten, dort genauer zu verstehen, wer sich eigentlich infiziert hat und wie die Abläufe gewesen sind. Mhm. In der Figur 1 sieht man eben den Karneval, wovon ausgegangen wird, dass das der Superspreading-Event am 15.02. um den 15.02. herum gewesen sein musste. Und es gibt keine Evidenz dafür, dass es ein anderer Zeitpunkt gewesen sein müsste. Wo man dann im Verlauf der Zeit doch recht deutlichen Anstieg der Infektionen gesehen hat, auch nach dem vorgeschlagenen Ausgangssperre durch Herrn Pusch, durch den Landrat. Wir haben dann zur Höchstzeit, also um den 13.03. im Viertageszeitraum, wurden 85 positive an den 4 Tagen gemessen. Und es gab dann langfristig eben einen Anfall der Infektionen, bis zum 30.03. Da ist dann am 30.03. fing dann unsere Studienperiode an, wo wir sowohl PCR-Analysen gemacht haben, Fragebogen, also die Teilnehmer befragt haben und auch Immunglobuline IgG und IgA getestet haben. Insgesamt wurden über das Einwohnermeldeamt, dem Kreis Heinsberg, 600 Personen eingeladen, kontaktiert und sie wurden eingeladen, ihren gesamten Haushalt zum Studienzentrum mitzubringen. Insgesamt haben 407 Teilnehmer beantwortet und wir haben am Ende 405 Haushalte eingeschlossen. Bei einigen, vor allem bei Kindern, wurde zum Beispiel Blutabgabe abgelehnt oder Biosampling abgelehnt, sodass wir am Ende ein Dataset haben von 919 Studienteilnehmern aus 405 Haushalten. Weil ich da später nicht drauf eingehen werde, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir eine Unterrepräsentation an Kindern haben in der Studie, aber eine Überrepräsentation an Menschen oder Teilnehmern über 65 Jahre. Eigentlich wollte hier jetzt Herr Hartmann übernehmen, dann mache ich. Ist er drin? Nee, noch nicht. Dieser Grafik sieht man, dass wir IgG und IgA gemessen haben. Der wichtige Teil in der Grafik ist hier die Figur 2c. Das ist nämlich, sind die gesamten Teilnehmer, die in einer Weise positiv getestet wurden. Die Grafik ist ein bisschen schwierig zu verstehen, daher erkläre ich sie einmal. Wir haben einen größeren Anteil, das ist dieser dunkelschwarze umrandete Kasten, die Immunglobulin positiv getestet waren, also insgesamt 125 Teilnehmer mit IgG. Wir hatten zuvor 22 der Teilnehmer, die waren zuvor durch das Gesundheitsamt positiv getestet worden.
Und wir haben 33 Teilnehmer, die zuvor nicht positiv getestet wurden, aber durch die von uns positiv getestet wurden in der PCR. Da gibt es natürlich Überschneidungsbereiche. 15 Teilnehmer waren von den Älteren, die PCR positiv waren, waren IgG positiv, aber PCR negativ. Drei Teilnehmer waren auch noch weiterhin, oder vier Teilnehmer insgesamt waren weiterhin auch PCR positiv. Wenn wir in die nächste Abbildung gehen, also insgesamt haben wir eine positiven Rate von 15,2% gemessen. Mhm. Nun, hier kann man eigentlich relativ schnell durchgehen, wenn man eben sieht, wir hatten 22 hier in der Grafik 3a, hatten wir 22 Teilnehmer, die vorher positiv getestet waren. Insgesamt haben wir 138 Teilnehmer, die positiv waren, gemessen aus 919 Teilnehmern. Wenn man das nun auf Gangelt bezieht, mit den bis zum Studienabschluss 7 Todesfällen können wir daraus die Infection Fatality Rate bestimmen von 0,37%. Da kann man, das ist erstmal die Zahl, auf die wir mit der Einwohnerzahl kommen. Da kann man natürlich jetzt noch einiges rechnen und korrigieren. Das ist in den unteren Grafiken Figur B und C dargestellt. Im Grunde haben wir einmal die Spezifität, die gemessen wurde durch wunderbar, einer ist schon dabei. Herzlich willkommen, Herr Krause, wir hören Sie. Herr Krause, können Sie mich hören? Ich kann Sie hören, die ganze Zeit schon. Können Sie mich denn jetzt hören? Ja, wir hören Sie. Warten Sie bitte noch, bis Sie gleich dran sind. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Verzeihung. So, Herr Streeck, Sie können noch weiter fortfahren mit der Folie B. Ja, also vielleicht hat Herr Hartmann, wenn er das auch hört, noch einiges zu ergänzen dabei. Aber wir haben, es gibt von Euroimmun die gemessene Spezifität von 99,1 oder jetzt 99,2%. Wir haben es bei uns im Labor auch die Spezifität gemeinsam bestimmt und kamen auf 98% oder 98,3%. Wir haben mit beiden Faktoren gerechnet. Dadurch sieht man hier eine Anpassung oder Korrektur in der Infektionsrate, die sich natürlich auf die Fatality Rate auch auswirkt. Weiterhin haben wir gesehen, dass wir eine Unterrepräsentation von den Personen haben, die zuvor positiv getestet waren, also durch das Gesundheitsamt. Das ist leicht erklärbar, nämlich dass die Personen, die zum Beispiel krank gewesen sind oder sich krank gefühlt haben, nicht ins Studienzentrum gekommen sind oder bereits wussten zum Beispiel, dass sie positiv gewesen sind und kein Interesse hatten mehr an einer Studie teilzunehmen. Im nächsten Slide in der Figure 4 sieht man, dass wir doch recht überraschend oder nicht, also für mich eigentlich immer noch überraschend, 22% hatten, die gar keine Symptome in den letzten 2 Monaten beschrieben hatten. Also da auch Studien bestätigen aus China, die gesagt haben, dass rund 20% asymptomatischen Verlauf haben. Das haben wir bei uns auch gesehen und eben auch ein größerer Prozentsatz, der 1 oder 2 Symptome hat. Typische Symptome waren wieder Geruchs- und Geschmacksverlust oder trockenen Reizhusten und Halsschmerzen. Wir können uns natürlich auch auf die Haushalte beziehen in dieser Studie. Generell sehen wir in der Figur 5a kein Clustering der Infektionen. Also es gibt in den verschiedenen Haushaltsgrößen nicht generell mehr Infektionen basierend auf dem Haushalt. Wenn man sich die Figur 5b anschaut, die ist ein bisschen komplizierter gerechnet. Im Einpersonenhaushalt ist es nur bezogen auf die, die bereits infiziert sind im Haushalt. Also wenn eine Person im Haushalt infiziert ist, wie hoch ist das Risiko? Ah, wunderbar. Herr Hartmann, herzlich willkommen. Sorry, da gab es bei Ihnen irgendein Problem.
Herr Streeck hat Sie dankenswerterweise übernommen. Wir sind gerade bei Figur 5b. Vielleicht. Herr Hartmann, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Sie ja, können mich auch hören und sehen, ja? Genau so ist das. Wir hören Sie jetzt und sehen Sie. Wollen Sie einfach übernehmen in Figur 5? Wir waren bei, ich habe die letzten Sätze nicht gehört, aber ich kann einfach mal hier weitermachen. Genau. Danke. Es geht also um die. Es geht um die Haushalte und zwar das Risiko, in einem Haushalt infiziert zu sein. Auf der linken Seite sieht man, dass die einzelnen Punkte, also 1, 2, 3, 4 heißt Haushalte mit 1, 2, 3 und 4 Mitgliedern, dass sich das Risiko grundsätzlich innerhalb der Haushalte, also in Abhängigkeit von den Haushalten, nicht verändert. Das heißt, das grundsätzliche Risiko, dass jemand, der in einem Vier-Personen-Haushalt lebt, hat das gleiche Risiko, grundsätzlich mal infiziert zu sein, wie jemand, der alleine lebt in einem Ein-Personen-Haushalt. Auf der rechten Seite ist dann aber abgebildet, was passiert, wenn eine der Personen infiziert ist, also in Haushalten, wo mindestens eine Person infiziert ist. Und das ist jetzt, man müsste nochmal zurückgehen, bitte, auf das Dia davor. Ja. Auf der rechten Seite B, da das ist so, dass auf der ganz links geht es los bei 1, das heißt, es ist mindestens einer infiziert und man geht dann in 2, 3, 4 Personen Haushalte. Wenn man jetzt den 4 Personen Haushalt anschaut, da ist das Risiko der schwarzen Kurve auf der schwarzen Kurve gezeigt versus der grauen Kurve leicht erhöht, nämlich mit 3% über den 15% des Gesamtrisikos, was jemand sowieso hat. Das heißt, mit anderen Worten, jemand lebt in einem 4 Personen Haushalt und hat nur ein 3% höheres Risiko, als wenn er einfach nur als Ein-Personen-Haushalt leben würde. Das ist für 2- und 3-Personen-Haushalte höher, nämlich 28 und 20% über dem 15-prozentigen Risiko, was das Durchschnittsrisiko ist. Dann können wir auf das nächste Dia gehen. Dann mache ich hier auch mal weiter. Die wichtige Aussage hier ist zum einen, die beiden oberen Abbildungen zeigen, dass grundsätzlich das Risiko, infiziert zu sein, ist nicht abhängig von der Altersgruppe mit Ausnahme der Jüngsten, wobei hier die Zahlen relativ niedrig sind, sodass sich hier kein statistischer signifikanter Wert ergibt. Von daher können wir keine sichere Aussage treffen. Das ist etwas niedriger, aber es ist nicht signifikant. Ansonsten sind die Altersgruppen in etwa gleich verteilt, das heißt kein höheres Risiko für irgendeine Altersgruppe. Und auf der rechten Seite sieht man die Komorbiditäten und da ist das Risiko für eine Infektion für die verschiedenen Komorbiditäten auch nicht unterschiedlich signifikant. Was aber jetzt sehr interessant ist, ist, dass die Teilnahme an Karnevalsveranstaltungen während dieser Zeit dazu führt, dass doch, und das sieht man links unten bei C, ein sehr viel höheres Risiko besteht, sich infiziert zu haben, also Infektionsrate ist da höher und dann bei D ist es dann nochmal auf die Zahl der Symptome runtergebrochen, das heißt letzten Endes Intensität der Erkrankung und man sieht auch hier, dass bei Feiertagen gekommen ist. Das haben wir auch noch gerechnet über Altersgruppen und das liegt also nicht daran, dass auf den Karnevalsveranstaltungen jetzt auf einmal die Kinder und die Älteren nicht mehr dabei sind. Gut. Sind Sie soweit? Genau, vielen Dank. Dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz für alle, sorry, dass das ein bisschen technische Probleme gab, die Experten kurz vorstellen. Das ist ja irgendwie höflich. Ich habe Sie jetzt einfach so reingenommen, Herr Professor Hartmann. Also Professor Gunter Hartmann ist der Direktor des Instituts für klinische Chemie und klinische Pharmakologie an der Universität Bonn. Herrn Streeck hatten wir schon vorgestellt und Professor Dr. Gerard Krause ist der Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und hallo. Hallo, herzlich willkommen nochmal alle. So, dann würde ich Sie gerne bitten, ganz zusammen. Kurz, Herr Krause, Sie sind sozusagen der unabhängige Experte. Können Sie mal ganz knapp, vielleicht in 5 Minuten, aus Ihrer Sicht einordnen, wie sehr überzeugen Sie die Daten, die wir jetzt gerade hier präsentiert bekommen haben? Und in dem Preprint natürlich. Naja, das sind zumindest mal die ersten so richtig verfügbaren Daten für Deutschland und auch sehr überzeugend. Ist auch gut, dass die Daten vorliegen. Wir haben jetzt einen ersten Anhalt
Und insbesondere für Gangelt haben wir wirklich jetzt eine sehr gute Ausgangsbasis und Auswertebasis. War das Verhältnis zwischen den offensichtlich Infizierten und den als solche über das Meldesystem Erfassten. Da haben wir jetzt mal ein Verhältnis, mit dem wir arbeiten können, auch was das Verhältnis der Verstorbenen in Bezug auf die Infizierten betrifft, haben wir jetzt erstmalig einen Anhaltsfaktor, der wichtig ist. Und was ich auch interessant fand, waren diese Ergebnisse in Bezug auf Alter, in Bezug auf Geschlecht. Die Studie war dafür nicht gepowert, also war statistisch jetzt nicht so ausgelegt, da Unterschiede signifikant herauszuarbeiten. Aber es gibt jetzt auch aufgrund der jetzigen Daten keinen Hinweis irgendwie, dass da ein großer Unterschied sein könnte. Der einzige, den ich sehr interessant finde, ist der bei den jungen, erwachsenen Frauen, wo sich offensichtlich doch ein Unterschied vielleicht verbergen könnte, den wir nochmal besser verstehen müssen. Aber das kann man vielleicht in nachfolgenden Studien und in anderen Studien, kurzen Studien dann noch untersuchen. Das wäre so im Schnelldurchlauf erstmal meine ersten Eindrücke dazu. Wollen Sie direkt darauf antworten, Herr Hartmann oder Herr Streeck? Oder wollte ich Ihnen einfach eine Frage stellen, die mich beschäftigt hat, als ich mir die Studie angeschaut hatte? Also die finden also ja in der Studie... Ja, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, dass ich den Herrn Krause leider nicht verstanden habe. Ich habe es auch gerade in den Chat geschrieben. Das heißt, vielleicht Sie verstehe ich aber sehr gut. Das heißt, Sie könnten eine Frage nochmal an uns in die Runde stellen, vielleicht aus dem Komplex, den er beschrieben hat. Ja. Ich habe es aber komischerweise gehört. Ja, das ist, also wir haben auch wirklich irgendwie technische Probleme. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber wiederholen versuchen, oder? Ja, versuchen Sie nochmal zu wiederholen, kurz. Können Sie mich jetzt verstehen, Herr Hartmann? Ich kann ihn nicht verstehen. Ich höre ihn. Hörst du mich, Gunther? Ja. Auch nicht. Dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Das ist irgendwie schwierig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tut uns schrecklich leid, dass da ein Problem ist. Meine Frage, die ich an Sie hätte, wäre, in der Studie finden Sie 2,39% PCR-Positive und im Gesundheitsamt waren es zum Zeitpunkt der Untersuchung ungefähr 3,08%. Und Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, Herr Schreck, eine der ganz wichtigen Fragen ist ja, wie repräsentativ diese 400 Teilnehmer, die Sie sozusagen von den 600 Eingeladenen hatten. Und können Sie noch mal kurz erklären, wie Sie sich die Unterschiede erklären? Ist das eine Unterrepräsentation oder eine Überrepräsentation? Kann man da irgendwas zu Gangelt sagen? Da würde mich auch Herr Krauses Meinung gleich noch mal interessieren. Vielleicht fängt Herr Streeck noch mal an. Also, ja, wie sicher sind Sie, dass diese eingeladenen Teilnehmer repräsentativ sind für Gangelt? Ja, das sieht man ja in dem Supplemental Figures, dass wir eine in bestimmten Bereichen unterrepräsentiert sind, also vor allem bei Kindern haben wir eine Unterrepräsentation. Bei Älteren über 65-Jährigen sind wir überrepräsentiert. Und auch vom Power her können wir natürlich schwer was über die Kinder aussagen. Wie Herr Krause eben schon gesagt hat, sind wir da nicht gepowert genug. Natürlich hat sich im weiteren Verlauf sind die Meldezahlen, haben sich in Gangelt verändert und auch die Zahlen von, die wir gemessen haben, die sind ja über das Infektionsschutzgesetz dann gemeldet worden und sind dann auch mit reingeflossen. Sind Sie denn sicher, dass auch zum Beispiel die Todesfälle, Sie haben ja 7 in Ihrer Studie, ich glaube aktuell sind es 9, dass da keine Toten sozusagen, ich habe in Anführungszeichen vergessen, nicht getestet oder in die Studie nicht deswegen nicht einfließen konnten, weil sie gar nie sich melden konnten oder sozusagen nicht getestet wurden? Also einen Fehlerbereich gibt es natürlich immer, aber wir diskutieren das auch im Paper am Ende, dass wir bis zu selber mit dem Protokoll einen Beobachtungszeitraum bis zu 2 Wochen danach gemacht haben. Da ist an den letzten Tagen dann noch jemand gestorben, den wir dann auch reinrechnen können. Da haben wir auch in der Studie gemacht, dass wir auch dann auf 0,41 Sterblichkeitsraten gegangen sind. Irgendwann muss man nach dem Protokoll einfach auch mitmachen, wer reinfließt in so eine Studie und nicht. Und das hat man auch 2 Wochen nach der Studie gesetzt. Herr Krause, vielleicht mal zu der Frage der Repräsentativität von den 400. Ja. Also in Bezug auf Alter und Geschlecht ist ja schon richtig gesagt worden, da haben wir jetzt erstmal keine Hinweise auf ganz krasse Verzerrungen.
Und die Studie war ja auch nicht geplant, hat ja auch nicht nach Kinder rekrutiert primär, sondern hat ja Erwachsene rekrutiert und dann die Haushalte von den Erwachsenen mitrekrutiert. Insofern ist das aus meiner Sicht jetzt kein großer Anlass zur Sorge, was Alter und Geschlecht betrifft. Aber was wir nicht messen können aufgrund von Alter, ich verstehe nur den Stolz. Auf Menschen, von mir, die infiziert waren, eher dazu neigen, zu kommen oder eher dazu neigen, wegzubleiben. Das hat ja Herr Streeck jetzt schon auch richtig ausgeführt. Da gibt es verschiedene Überlegungen diesbezüglich. Und das können wir mit diesen Daten nicht ausschließen. Man könnte nochmal eine Non-Responder-Analyse machen, dass man also diejenigen, die nicht gekommen sind, nochmal ein zweites Mal versucht einzuladen und zu kontaktieren. Das machen wir bei uns zum Beispiel in unseren epidemiologischen Studien, versuchen das zumindest. Und dann würde man die nochmal versuchen zu fragen, warum sie denn nicht gekommen sind, und würde versuchen, auf diesem Weg rauszufinden, ob da irgendein verzerrendes Element dabei ist, dass zum Beispiel gerade die, die infiziert waren, absichtlich nicht kommen, oder umgekehrt, dass die, die nicht infiziert waren, eher nicht dazu neigen zu kommen. Da könnte es ja verschiedene Erklärungen geben, aber das wissen wir im Moment nicht. Herr Streeck hat das schon richtig ausgeführt. Man muss aber nochmal festhalten, wir haben ja hier eine Response, also ein Antwortverhalten von 70%, wenn ich es richtig gerechnet habe. Das ist erstmal hoch für so eine Querschnittstudie. Wir wären froh, wenn wir es in vielen von unseren epidemiologischen Studien hätten. Ich hätte allerdings auch erwartet, dass die Bereitschaft und die Neugierde der Bevölkerung noch höher hätte liegen können, aber 70% finde ich jetzt erstmal in Ordnung. Ein anderer Punkt, der mir mehr Gedanken macht, ist die Verrechnung mit der Anzahl der Todesfälle. Weil wir so eine kleine Community haben, mit nur 10.000 oder weniger 20.000 Einwohnern, sind die Todesfälle, die da auftreten, der eine oder weniger Erfasste, fällt dann richtig ins Gewicht. Und die Autoren haben ja schon richtig gesagt, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist es etwa die gleiche Größenordnung. Es gibt da, glaube ich, 3 Todesfälle mehr, als es im Vorjahreszeitraum gegeben hat. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir dieses Jahr eine besonders schwache Influenza-Welle hatten, die also mutmaßlich keine große Exzessmortalität zur Folge gehabt hat, dann kann das nochmal besonders ins Gewicht fallen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu kompliziert darstelle, aber ja. Herrn Hartmann vielleicht mal. Das ist ein wichtiger Punkt, und wenn ich das kurz zu Ende führen darf, ein Weg, den man hier relativ einfach machen kann, weil es halt wiederum zum Glück nur so wenige sind, wäre meine Empfehlung, dass man sich die 48 oder 50 Todesleichenschauscheine aus den 3 Monaten wirklich mal zur Hand nimmt und einzeln anschaut. Das ist eine einmalige Chance, weil es halt von der Anzahl überschaubar ist, und da nochmal die Todesursachen genauer anzusehen. Vielleicht Herr Hartmann und Herr Streeck dafür direkt nochmal zu der Anzahl und der kritischen Frage, ob sozusagen die Todesfälle unterrepräsentiert sein könnten. Herr Hartmann? Also ich habe jetzt mithören können, allerdings nur über das Telefon, deswegen hatte ich auch das Telefon hier. Ja, tut mir leid. Muss ich das mal ausschalten hier wieder. Gut, die Gemeindegröße ist natürlich jetzt keine Großstadt, das ist klar. Die Zahl der Infizierten ist aber trotzdem hoch, und in einer größeren Stadt aktuell hätte man natürlich entsprechend hochgerechnet andere Probleme, ne? Also mit der infizierten Rate, der Sicherheit, was dann den Prozentsatz betrifft und so weiter. Man kann natürlich jetzt in der Situation, das haben wir auch gemacht, ja Fehlerbalken einrechnen, die sich eben auch beziehen auf die Stichprobengröße und diese Zahl 7, die wir hier einbeziehen konnten. Diese Zahl 7 jetzt entsprechend nachzuvollziehen über das Meldeamt oder Gesundheitsamt, das ist aus Datenschutzgründen gar nicht so einfach. Das sieht man auch daran, dass solche Daten eigentlich kaum verfügbar sind, auch nicht vom RKI, und die wären extrem hilfreich natürlich. Da müsste man nochmal separat eine Initiative starten, wie man eben dann auch ganz genau analysieren könnte, was da für Krankheitsverläufe waren. Das wissen wir. In den einzelnen Fällen können wir da nichts zu sagen aus Datenschutzgründen, und wir wissen es selber auch nicht. Wir wissen was zum Durchschnittsalter natürlich, und dass grundsätzlich Intensivaufenthalte verbunden waren und so weiter. Ich will nur sagen, diese Stichprobengröße, die kann man natürlich statistisch rechnen und kriegt da eine Unsicherheit rein, und jetzt kann man sich überlegen, was das bedeutet. Wir haben einen Mittelwert von 0,37%.
Und wenn man da die Unsicherheit reinrechnet, dann hat man eben etwas von 0,24 bis 0,47 oder irgendwas in der Größenordnung. Und aus so einer Aussage kann man natürlich trotzdem jede Menge ziehen. Und andere Verfahren und andere Studien haben, wie gesagt, auch ihre Unsicherheiten, die eben mit einbezogen werden müssen. Das ist bei uns durch den hohen Anteil der Infizierten eine doch sehr solide Datengrundlage, auf der man das Ganze erstellen kann. Vielleicht kann ich noch eines dazu sagen, das ist nämlich die Zahl 7. Das ist die Frage, wo man dann den Cut zieht und sagt, der gehört noch dazu. Wir haben in Gangelt einen großen Vorteil, dass es eine Welle ist, die zum großen Teil schon abgelaufen war, zumindest jetzt nach diesem Superspreading-Event. Und wir haben den Vorteil, dass die Leute alle dort vor Ort geblieben sind, anders als zum Beispiel in Ischgl oder so, wo die alle in alle Welt dann weitergereist sind. Das ist ein wichtiger Punkt, warum gerade Gangelt hier so ein ganz hervorragendes Modell ist. Also die Unsicherheitsfaktoren durch andere Studien, Designs an anderen Orten, die sind auch erheblich. Es gibt jetzt hier ganz viele Fragen nochmal zu der Dunkelziffer, die Sie sozusagen errechnet haben. Und vor allem scheinen da schon erste Schlaumeier sich da bemüht haben, diese IFR sozusagen für ganz Deutschland hochzurechnen. Und deswegen jetzt ganz wichtig an Sie alle drei nochmal die Frage, wie steht es eigentlich im Verhältnis der jetzt in Gangelt gemessenen IFR als ein möglicher Wert für Regionen außerhalb von Gangelt? Also ist da irgendeine Repräsentativität gegeben oder wo muss man da aufpassen, dass man nicht Ergebnisse, die Sie jetzt für Gangelt ermittelt haben, bezogen auf die IFR-Rate praktisch hochrechnet für Deutschland? Ja, vielleicht kann ich da nochmal was zu sagen. Diese Rate, die wir hier errechnet haben, also grundsätzlich haben wir die Zahl der Infizierten bestimmt. Und die ist natürlich in Gangelt sehr viel höher und ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Ort in Deutschland. Natürlich gibt es einzelne vergleichbare Hotspots, aber es ist jetzt nicht repräsentativ, die Zahl der Infizierten für Deutschland. Ich glaube, das ist jedem klar. Die Infektionsletalität hat eine sehr viel wichtigere Aussage. Kann natürlich an anderen Orten auch anders sein, unter anderen Umständen anders sein, ist aber nicht so variabel wie die Infektionszahl selber, also die Zahl der Infizierten, der Prozentsatz. Jetzt kann man nach so einem Superspreading-Event in einem Hotspot davon ausgehen, dass die eher an der oberen Grenze liegt, obwohl das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, aber das ist es nirgendwo in Deutschland im Moment. Und basierend auf dieser Zahl könnte man, und wir bezeichnen es als Modellrechnung, natürlich auf Deutschland hochrechnen und kommt dann auf eine untere Zahl der Dunkelziffer. In dem Fall, wenn man sagt, es ist ein oberer Wert für die Infektionsletalität. Das heißt, man kann 1,8 Millionen derzeit ausrechnen in Deutschland, würde aber sagen, das ist an der Untergrenze von dem, was eigentlich wäre, weil die Infektionsletalität eher an der Obergrenze ist. Also das sind aber Modellrechnungen, die man aufstellen kann. Herr Krause, was sagen Sie zu diesem Modell? Achso, Herr Streeck, sorry, erstmal Sie. Ja, ich glaube, was wir auch schreiben im Paper, man muss natürlich das auf die Demografie beziehen. Ne? Also wir hatten ja schon gesagt, wir haben eine Unterrepräsentation von Kindern, eine Überrepräsentation von älteren Personen, sodass dass es nur auf sozioökonomische ähnliche Strukturen und Altersverteilung bezogen werden, die Letalität, die natürlich in zum Beispiel in älteren Gesellschaften ganz anders aussehen kann. Herr Krause, vielleicht nochmal, was sagen Sie zu dieser Modellrechnung? Ja, ich bin da doch sehr zurückhaltend. Herr Hartmann, Sie müssen das Handy ausschalten. Herr Hartmann muss irgendwie das Telefon dazu nehmen, damit er mich überhaupt hören kann. Das ist jetzt hier zu. Ich habe jetzt den Lautsprecher ausgeschaltet, so geht's mir. Okay, wunderbar. Können Sie mich so hören, ja? Also ich bin da doch eher zurückhaltend, muss ich sagen. Also diese Übertragbarkeit auf Deutschland insgesamt ist aus den Gründen, die eigentlich schon alle gesagt haben, sollte man vielleicht doch erstmal vorsichtig sein, weil man kann das auch genau andersrum diskutieren. Also man kann, wir wissen es halt nicht. Man kann durchaus argumentieren, dass der Anteil der Verstorbenen in Gangelt ungewöhnlich niedrig ist. Und warum? Also das ist hypothetisch, aber ich mache mal ein Gedankenmodell auf, so wie eben auch eins aufgemacht worden ist. Denn in dieser Phase, der Beobachtungsphase, auch weil es dieser typische Ausbruch war mit Menschen, die eher jünger waren, die betroffen waren, ist der Eintrag in die Seniorenheime noch gar nicht so richtig erfasst und hat noch gar nicht so richtig stattgefunden.
das, was wir jetzt so langsam in den letzten Wochen hier erleben mussten in Deutschland. Und der ist dann ganz maßgeblich, was die Beeinflussung der Sterblichkeit betrifft. Wir wissen es nicht, ob das in Gangelt anders ist oder im Rest von Deutschland, aber deswegen wäre ich unglaublich vorsichtig, das zu übertragen. Dazu kommt noch, und das ist das Problem der kleinen Zahlen, das ist eine große Studie, aber die Bezugsbevölkerung ist vergleichsweise klein und deswegen sind zum Glück auch die Anzahl der Todesfälle in diesem Ort überschaubar, nämlich einstellig. Wenn man jetzt mal rechnerisch einfach mal sagt, nehmen wir mal an, wir hätten 3, 4 oder 5 Todesfälle, die es in Gangelt gegeben hat, noch nicht in dieser Rechnung mit drin, weil sie als solche nicht erfasst worden sind. Und das kann ja sein. Ne? Bei 2, 3 Personen oder Todesfällen kann es schon mal eine Fehlklassifikation geben. Dann ändert sich die Berechnung rapide oder drastisch. Dann kommt man schnell auf Werte über 1%. Und Herr Hartmann? Deswegen muss man da gucken. Also ich würde mindestens sagen, es ist sicherlich richtig, so wie es ist für Gangelt. Aber die Hochrechnung auf Deutschland, die würde ich im Moment erstmal nicht versuchen. Herr Hartmann, direkt dazu nochmal. Ja, also die Unsicherheit, mal gucken. Die Unsicherheit bei 7 plus minus 1, die haben wir natürlich auch eingerechnet. Insbesondere kam einer da noch dazu. Dann kann man dann geht der Wert ein Stück weit hoch, nämlich auf 0,41. Wenn man mehr Fälle hat an einem größeren Ort in einer anderen Situation, dann hat man natürlich genauso den Faktor auf den Unsicherheiten, dann sind da nicht einer vielleicht von 7 irgendwie falsch beurteilt worden, sondern vielleicht dann eben der Faktor 10, dann sind es 10, wenn es entsprechend 10 mal mehr sind. Also das wird ja mit einer größeren Stichprobe auch größer. Und der Bezug auf Deutschland, das ist nicht so, dass man jetzt behauptet, dass es genauso viel sind. Das ist eine Modellrechnung, die soll nur klar machen, dass, wenn man davon ausgeht, die Letalität wäre so hoch, käme man auf. Das ist der einzige Punkt, aber es behauptet keiner, dass es jetzt im Moment 1,8 Millionen sind. Das ist nur zur Verdeutlichung, was man mit einer solchen Letalität, wenn sie denn stimmen würde über ganz Deutschland, und das sind ja die Studien, die wir jetzt alle machen, die dann den Durchschnittswert ermitteln, dass man dann eben solche Hochrechnungen machen kann. Hier kommt eine Nachfrage. Sie hatten damals bei der Pressekonferenz am 9.4. glaube ich einen Faktor für die Dunkelziffer von ungefähr 3 genannt. Jetzt in der jetzigen Arbeit, soweit das zu erkennen ist, liegt der jetzt bei 5. Können Sie kurz erklären, ja, woher der Unterschied kommt? Da sind wir von der berichteten, offiziell berichteten Quote von 5% ausgegangen. Da waren aber viele Doppelstimmungen und Dreifachbestimmungen letzten Endes dabei. Und es reduziert sich dann eben auf den Wert von 3 runter. Und dann kommt man von 3 und dann hochgerechnet auf 15 auf die Dunkelziffer von 5%. Das heißt, es ist wichtig, nochmal festzuhalten, dass es auch am Anfang ein paar doppelt gezählte, also mehrfach PCR getestete Personen gab. Und die haben sie natürlich nicht doppelt gezählt, ne? Bei den gemeldeten Fällen, und das haben die Behörden da bereinigt. Ja. Und die Zahl, die jetzt hier eingeht, ist die reale Zahl von tatsächlich eben, also wo Doppel- und Mehrfachbestimmungen ausgeschlossen worden sind. So, jetzt kommt hier eine Frage. Wie erklären Sie sich, dass das Risiko, sich im eigenen Haushalt an einer infizierten Person anzustecken, kaum erhöht ist und den großen Haushalten sogar besonders wenig erhöht erscheint? Herr Streeck. Ja, können wir ja gemeinsam machen. Also ist, können wir ja gemeinsam machen. Die Antwort letztendlich für die meisten respiratorischen Viren, wo das getestet wurde, also auch bei MERS und SARS und auch für Influenza, wurde die Übertragung auf 14-15% geschätzt. Also für diese typischen respiratorischen Infektionen gab es immer diesen Bereich von rund 15%. Wir sehen ja schon im Zwei-Personen-Haushalt eine höhere Übertragung. Und das nimmt eben von 28 auf 20% höher Übertragung im Drei-Personen-Haushalt runter auf 3% eine höhere Übertragung ab. Woran das liegt, da kann man nur spekulieren. Das haben wir ja nicht gemessen in den Haushalten. Aber man kann eben davon ausgehen, dass man vielleicht in einem höheren, größeren Haushalt eher auch mal auseinandergehen kann, wenn jemand infiziert ist. Ich weiß nicht, Gunther, willst du da noch was ergänzen? Also nur um das nochmal zu verdeutlichen, von den Zahlen her,
die wurden ja gerade genannt, 28%, 20% und 3% über dem Durchschnittswert. Das heißt, es muss man jeweils 15% dazu nehmen. Das heißt, es ist tatsächlich ein Mehrrisiko, was hier vorhanden ist, über die 15% hinaus. Das heißt, es ist natürlich so, dass es da ein erhöhtes Risiko gibt, aber es sind eben nicht 100%. Bei einer Virusinfektion, die sich jetzt, die hochkontagiös ist, wo sich jeder ansteckt und krank wird, müsste das 100% sein. Das ist bei anderen Viren aber auch nicht der Fall. Was da letzten Endes im Einzelnen die Grundlage oder die Ursache ist, da kann man viele Vermutungen anstellen. Das kann keiner noch so genau sagen. Klar ist aber, dass es erheblich niedriger ist, als man das erwarten würde, betrifft aber andere Virusinfektionen, wie Herr Streeck gerade ausgeführt hat, auch. Es gibt hier noch eine Nachfrage, und zwar, Sie haben ja nicht nur die Antikörperprävalenz sozusagen gemessen, sondern Sie haben sich auch angeschaut noch mit echten Neutralisationstests, ob es auch wirklich schützende Antikörper sozusagen bei den Infizierten waren. Und da haben Sie aber irgendwie zwei Klassen gebildet. Es gab sozusagen die klar positiven und dann gab es welche, die sozusagen, ich nenne es jetzt mal zweifelhaft oder kaum positiv waren. Vielleicht können Sie den Unterschied nochmal erklären, wo da Ihr Cut-off-Wert lag und wen Sie in die Berechnung einbezogen haben und welche nicht. Kann ich das vielleicht machen, weil sonst muss ich wieder hier in Richtung Telefon kurz. Also wir haben Neutralisationsassays durchgeführt von allen Proben, die wir da gemessen haben. Wir haben zwei Kategorien, das sind die klar positiven und die grenzwertig positiven, also größer 0,8. Den klar positiven haben wir einen Neutralisationspositiven 92%, die ein Neutralisationsassay bestätigt hatten. Positiv ist die Frage, was man eigentlich machen möchte mit der Studie. Wir wollen ja die Infektionszahl insgesamt bestimmen und nicht die Zahl derer, die klar über Neutralisierung nachgewiesene Immunität haben, sondern es geht uns um die, die einen Kontakt hatten mit einer Infektion und Antikörper gebildet haben, ob die nur neutralisierend sind oder nicht. Und jetzt kann man auf verschiedene Weisen rechnen und das diskutieren. Das tun wir auch in dem Paper. Unserer Auffassung nach ist es richtig zu sagen, wir nehmen die Grenzwertigen sind zur Hälfte sogar neutralisierend. Das heißt, die rauszuschmeißen wäre nicht richtig, würde der Sache nicht gerecht werden. Und deswegen haben wir die unter eben diesen Vorzeichen, die ja alle gegeben sind, mit hineingenommen. Und wir glauben, dass die Berechnung so näher an der Wirklichkeit ist, als wenn man die alle rausrechnen würde. Ich kann vielleicht noch dazu setzen, dass das Ganze sehr viel schwieriger ist, wenn wir eine Prävalenz von 1% haben in einer anderen Population. Da gewinnen die Neutralisationsassays eine ganz andere Bedeutung, weil da die Falsch-Positiven eine Rolle spielen. Diese bei uns spielen die Falsch-Positiven ja keine Rolle aufgrund der hohen Prävalenz in Relation. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und dieser Neutralisationstest wurde aber bei allen Patienten mit positivem Antikörpertest gemacht oder nicht? Bei allen? Genau, also bei allen natürlich. Bis zum Grenzwert haben wir das gemacht. Wir haben es nicht bei denen, wir haben den Neutralisationstest nicht gemacht, bei denen, die unter dem Grenzwert gewesen sind. Klar. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich auch wenn wir eine Neutralisation sehen im Labor, heißt es nicht, dass das eine schützende Immunität ist. Gleichfalls kann man auch nicht sagen, dass wenn man keine Neutralisation sieht, dass diese Immunantwort nicht schützend ist. Das ist, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. Sagen wir von der Immunität oder wer eine Infektion durchgemacht hat, gehen wir von der Spezifität aus, weil der Neutralisationstest selber darüber keine Aussage, oder der ist ja beides gemacht worden, ne? Plug-Assay und Neutralisationstest, darüber keine Aussage treffen kann. Und wir das ja auch von Impfstoffen zum Beispiel wissen, dass nicht neutralisierende Antikörper sehr gut schützen können. Hier kommt nochmal eine Frage, das hatten Sie gerade schon angedeutet, zu der Spezifität. Und Sie haben ja selber diesen Test auch sozusagen, den Antikörpertest nochmal validiert mit einer eigenen Kohorte von Patienten. Und da taucht hier die Frage auf, ob Sie da auch alle 4 endemischen Coronaviren sozusagen als Hintergrund mitgetestet haben bei Ihrer eigenen Validierung. Herr Hartmann, vielleicht könnten Sie da nochmal kurz drauf eingehen. Also inwiefern sind diese Frage nach der falsch positiven Rate ein Problem? Oder könnten ein Problem sein? Das ist die Frage. Ich denke, der Assay wurde schon angesprochen. Ich war ja am Anfang nicht dabei, konnte nicht mithören, aber das ist der Euroimmun-Assay, IgA gegen IgG. Wir sprechen hier von IgG.
Und die Firma hat in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten auch an über 1600 Kontrollen validiert und hat auch Charité übrigens und Rotterdam und hat gesehen, dass Kreuzreaktivität mit SARS-1 da ist. Das spielt bei uns aber keine Rolle. Und mit den anderen endemischen Coronaviren nicht. Und die wurden alle gegengetestet. Da mag der ein oder andere dann doch irgendwie dabei sein. Wir haben das auch getestet, aber mit nicht, also nicht mit Fallzahlen, wo man das jetzt mit letzter Sicherheit behaupten könnte, dass überhaupt keine Kreuzreaktivität vorliegt. Ja, es ist im Raum, dass teilweise bei einer Virusspezies dann eine Kreuzreaktivität vorliegt, aber eben nicht bei allen. Aber vielleicht kann der Henrik Streeck dazu noch was sagen. Herr Streeck? Ja, es gibt, glaube ich, da noch zwei wichtige Punkte dazu, dass einmal, es gibt ja eine Vorveröffentlichung aus Dänemark, die eine nur eine 96-prozentige Spezifität annimmt von dem Test. Da ist wichtig zu wissen, die haben einen anderen Cut-off genommen, der nicht von der Firma vorgegeben ist, nämlich 0,3 und nicht 0,8. Also haben diesen Bereich mit reingenommen. Zusätzlich ist das eine Beta-Version von dem Test gewesen, eine Beta-Version vom Antikörper mit einer niedrigeren Spezifität, was auch nachgewiesen wurde. Ich glaube, was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, dass es einen Unterschied macht, ob man solche Studien in einem Niedrigprävalenzgebiet oder einem Hochprävalenzgebiet durchführt. Da kann Herr Krause wahrscheinlich noch sehr viel besser was zu sagen, dass eben 1% Fehler, also 1% falsch positiv in einem Hochprävalenzgebiet gar nicht so einen großen Ausschlag hat wie in einem Niedrigprävalenz, wo jede einzelne Person fast eine 50-prozentige Chance hat, ob falsch positiv sein könnte. Das wollte ich noch ergänzen. Genau, das ist jetzt wichtig, Herr Krause, vielleicht können Sie das auch nochmal klarziehen. Also wenn man jetzt diesen Test, den die Forscher sozusagen im Gangel verwendet hätten, für Screening-Untersuchungen mit einer Population, die eine niedrigere Prävalenz hätte, würde man da nicht zu viele falsch positive Ergebnisse produzieren? Also genau, bei Blutspendern. Das ist genau richtig. In diesem Bereich um die 15% und so weiter spielt die Rolle des falsch positiven Vorhersagewertes keine so große Rolle mehr. Und deswegen ist es auch in Ordnung, also dass die Schwankungen oder so weiter, die sind in dem Bereich, in dem wir einfach damit umgehen können. Problematischer wäre es tatsächlich, in einer Population dasselbe Setting, dieselbe Studie mit demselben Test durchzuführen, in der die Prävalenz vielleicht nur bei 5 oder 3% liegt. Und dann hätten wir ein gewaltiges Problem mit dem falsch positiven Vorhersagewert. Das ist aber ja hier nicht der Fall. Insofern kann man damit schon sehr gut arbeiten. Aber auch hier gilt, wir haben eben einen Hotspot. Das ist eine besondere Situation. Wir können ziemlich sicher sein, dass wir andernorts eine deutlich niedrigere Prävalenz bis jetzt haben. Und deswegen wird da das Problem der Spezifität und des falsch positiven Vorhersagewertes oder überhaupt des positiven Vorhersagewertes dann doch zu einem methodischen Problem werden. Also wir machen uns da sehr große Gedanken in dem Maße, wie wir unsere Studien hier planen, dass wir genau gucken und deswegen auch ein bisschen auf Zeit spielen, um nicht zu früh irgendwo die Studien durchzuführen und dann in einen Bereich zu kommen, wo die Prävalenz noch sehr niedrig ist. Genau. Hier kommt nochmal eine Nachfrage zu der Infektionswahrscheinlichkeit, dass die nicht korreliert mit der Zahl der Personen im Haushalt. Und es wird gesagt, dass das ein bisschen im Widerspruch zu den Ergebnissen aus China steht, wo sich wohl relativ viele Menschen, die in den Haushalten lebten, sozusagen infiziert hat. Haben Sie dazu eine Erklärung oder eine Vermutung oder stimmt das vielleicht gar nicht? Also ist das so gewesen, Herr Krause? Also die Studie hier zeigt ja, dass es eine Korrelation gibt. Die fällt halt nicht so hoch aus, wie man vielleicht befürchtet hätte. Ja. Aber es zeigt ja ganz deutlich, dass Leute, die in einem Haushalt wohnen, wo bereits eine Person mit positivem Nachweis bekannt ist, dass die durchaus ein höheres Risiko hat, als eine Person, die in einem Haushalt wohnt, ohne einen entsprechenden Mitbewohner. Also es gibt eine Korrelation, das Risiko ist erhöht, aber es ist vielleicht nicht so erhöht, wie wir es intuitiv vielleicht erwartet hätten. Genau. Hier kommen nochmal Nachfragen zu der Karnevalsthematik, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Also die Tatsache, dass sich dort unter denen, die an der Karnevalssitzung teilgenommen hatte, eine höhere Prävalenz auch bei Ihnen in den Antikörper- und PCR-Tests gezeigt haben. Können Sie das vielleicht nochmal erklären und vielleicht auch nochmal klarstellen, ob und inwiefern das zum Beispiel auch mit der Symptomatik zusammenhängen könnte? Also haben zum Beispiel Menschen, die an der Karnevalssitzung
teilgenommen haben oder deren direkte Kontaktpersonen hatten, die mehr Symptome oder schwerere Verläufe. Kann man dazu was sagen? Vielleicht Herr Hartmann. Ja, das hat man in der Abbildung 6 ist es zu sehen gewesen, hat man kurz darauf hingedeutet. Da wird verglichen Studienteilnehmer, die an der Karnevalsveranstaltung teilgenommen haben versus eben nicht. Und es zeigt sich, dass sowohl die Infektionsrate deutlich höher ist und hochstatistisch signifikant, als auch die Zahl der Symptome, die Karnevalsteilnehmer aufgewiesen haben, berichtet haben. Das ist ein klarer Befund. Allerdings haben wir uns hier bezogen auf alle Karnevalsveranstaltungen, die da waren, weil wir eben nicht die Kappensitzung selber raustrennen wollten, weil dort zum einen gibt es eine separate Studie zur Kappensitzung und zum anderen sind die Zahlen dann an der Stelle, gehen die dann runter und werden dann unsicherer, sodass wir uns auf Gesamtkarnevalfeiern bezogen haben mit den Daten und selbst da sieht man aber eben diesen klaren Zusammenhang. Was da vielleicht interessant ist, ist was man in der Literatur findet, dass eben lautes Sprechen und Singen mit einer sehr viel höheren Infektionsweitergabe verbunden ist. Und das könnte hier durchaus eine Rolle spielen. Und dann kann man natürlich Hypothesen aufstellen, ob jetzt die Viruslast bei Erstinfektion an der Stelle höher wird. Aber das sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Spekulationen, die man wissenschaftlich noch beweisen muss. Aber könnte es nicht sein, dass es da noch so andere Erklärungen gibt? Also zum Beispiel, wenn man sehr früh infiziert wurde, zum Beispiel auf der Karnevalssitzung oder direkt unmittelbar danach bei einer Kontaktperson, dass es da doch ein anderes Spektrum von Begleiterkrankungen gegeben hat als später bei den Fällen, die Sie dann sozusagen in Ihrer Stichprobe untersucht haben? Die Frage verstehe ich nicht ganz. Was meinen Sie an Begleiterkrankungen? Ja, also die Menschen, die sozusagen in der Karnevalssitzung, haben die sich in irgendeiner Weise unterschieden in ihren Begleiterkrankungen? Ja, also wir sind ja auf der Suche nach irgendwelchen Confounders hier gewesen und haben die ganz Jungen, also die Kinder, die ja in der Regel nicht auf so eine Erwachsenen-Kappensitzung gehen, als auch die ganz Alten auch rausgerechnet und haben geguckt, ist dann immer noch dieser Unterschied vorhanden oder ist es nur dieser Confounder-Altersgruppe, die hier beteiligt waren am Karneval? Und da sehen wir auch keinen Unterschied. Ja? Sodass das als Confounder sich jetzt nicht herausrechnet. Und wir sind auf der Suche nach weiteren möglichen Confounders, um eben dahin zu kommen, dann eben wirklich sagen zu können, es kann nur eine höhere Infektionsdosis sein an der Stelle beispielsweise. Genau, das war nochmal die Frage, ob die Viruslast selber bei der Entstehung von schweren Verläufen der Erkrankung eine Rolle spielt. Weiß man das eigentlich, Herr Krause, vielleicht Herr Hartmann? Also kann man dazu schon was sagen? Also die Dosis des Virus, die man sozusagen bei der Infektion abbekommt, entscheidet die mit darüber, wie schwer ich erkranke? Ich kann dazu nichts Belastbares sagen. Plausibel scheint es erstmal, aber ich weiß nicht, ob da Daten zu vorliegen, die das belegen. Also ja, dann kann ich vielleicht noch was zu sagen. Also es gibt Studien vom NIH, also der nationalen Behörde in den USA, die machen Infektionsassays an Menschen mit Influenza, Grippe, also auch jetzt vergleichbaren Viren, um bestimmte Dinge zu testen. Und in diesen Studien haben sie unterschiedliche Viruskonzentrationen genommen natürlich, um jetzt das Modell einzustellen und sehen dann natürlich eine Abhängigkeit von der Viruslast mit dem Schweregrad der Symptome. Also da gibt es eigentlich schon gute belastbare Daten und bei jedem Tiermodell ist natürlich so, dass es abhängt von der Viruslast, die man einem Tier gibt in so einem Virusinfektionsmodell, was man für eine Symptomatik dann letztendlich eine Schweregrad der Erkrankung auch bekommt. Hier kommt noch eine Frage, wenn sich die Verhältnisse von Gangl, die Sie jetzt vorgefunden haben, also nicht einfach auf ganz Deutschland hochrechnen lassen, aufgrund der besonderen Situation, das haben Sie ja gesagt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass die Zahl der Verstorbenen sozusagen weniger hoch ist in Gangl, sage ich jetzt mal so. Das heißt, woran liegt das? Also was ist sozusagen in Gangl anders als im Rest der Republik? Das haben wir ja gar nicht gesagt. Also ich glaube, das hat keiner gesagt, dass es niedriger oder höher liegt. Ich glaube, was wir gesagt haben, ist, dass es insgesamt sehr anfällig ist. Also bei einer kleinen Zahl, bei einer kleinen Studie, wenn man jetzt den Fokus auf die Verstorbenen nimmt, ne? Also wenn das Outcome auf die Sterblichkeit jetzt bezogen wird,
Und wenn man die Studie gepowert hätte nach, auf das Outcome der Sterblichkeit, hätte man sie ganz anders gepowert. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das war aber gar nicht Ziel der Studie, die Sterblichkeit zu untersuchen, sondern Ziel der Studie war, die Durchseuchung zu untersuchen. Und dafür ist er richtig gepowert worden und das ist, ist auch in Ordnung. Aber deswegen muss man eben jetzt auch vorsichtig sein, wenn man sie zusätzlich interpretiert in Bezug auf die Sterblichkeit, weil dann hätte man möglicherweise eine andere Studienpopulation, eine größere Studienpopulation wählen müssen. Dazu kommt dann auch noch, dass dieses Outcome Sterblichkeit jetzt allein aus der administrativen Datenquelle des Infektionsschutzgesetzes, also der Meldedaten vom Gesundheitsamt bezogen wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, auch hier haben wir eine gewisse Unsicherheit, denn Sie müssen sich das so vorstellen, ein Fall wird gemeldet vom Labor oder vom Arzt oder vom Krankenhaus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter nehmen diesen Fall auf, fügen ihn in die Statistik ein. Und wenn sie mitbekommen, also wenn dann nachgemeldet wird, dass dieser Patient, dieser Fall gestorben ist, dann erfasst das Gesundheitsamt diesen Fall als verstorbenen Fall. Dann gibt es noch zwei Kategorien, wo unterschieden wird, ob das mutmaßlich ursächlich für den Tod verursacht war oder nicht oder indirekt. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Das wird im Moment erstmal einheitlich gehandhabt. Das ist auch meiner Sicht auch richtig so. Aber ich will damit nur sagen, es ist bis jetzt, soweit ich weiß, weder in Gange noch sonst wo in Deutschland ein systematischer Prozess in Gang gebracht worden, wo sämtliche Leichenschauscheine der letzten 3 Monate daraufhin überprüft worden sind, ob dort unter der Kategorie römisch 1, 2 oder 3, also römisch 1, A, B oder C, eine Virusinfektion oder spezifisch sogar Covid, SARS-CoV-2-Infektion als mitverursachender Faktor genannt worden wäre. Erst dann kann man sich einigermaßen sicher sein, dass das die Todesfälle sind. Das kann aber genauso gut nach oben wie auch nach unten gehen. Ich möchte jetzt gar nicht bestimmen oder gar nicht sagen, dass Gangelt mehr Todesfälle pro Infektion haben könnte oder weniger. Aber da wir mit geringen Zahlen hier arbeiten, müssen wir ein bisschen vorsichtig mit der Interpretation sein. Genau, ich habe jetzt hier noch 2 Fragen. Wir haben schon 12 Uhr. Also Herr Hartmann noch kurz. Jetzt hören wir Sie nicht. Herr Hartmann, ich höre Sie nicht. Wir hören es nicht. Nee, jetzt hören wir ihn nicht. Er hat sich irgendwie... Gut, vielleicht nochmal aktualisieren. Herr Streeck, ich hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar... diese Infektionsketten, die im weiteren Verlauf der Studie möglicherweise aufgetreten sind, können Sie die eigentlich nachvollziehen und haben Sie schon irgendwie erste Erkenntnisse über mögliche Übertragungswege bei den Menschen, die sozusagen in dem Karnevalstrubel sich angenähert haben? Ja, das sind Follow-up-Studien, die wir machen. Also wir haben diese ganze Covid-19-Case-Cluster-Studie, die wir machen derzeit, das sind 3 Studienkomplexe gewesen. Eine Studie war... jetzt hier wie wir sie intern uns nennen, also Dunkelzifferstudie. Zusätzlich ist die Hygiene in die Haushalte reingegangen. Daran wird gerade an dem Manuskript gearbeitet. Und wir haben uns auch die Kappensitzung nochmal genauer angeschaut und auch die Teilnehmer gesondert eingeladen. Aber dazu kann ich noch nichts sagen, weil wir die Daten einfach noch nicht aufgearbeitet haben. Okay, danke. Dann würde ich jetzt noch gerne eine Schlussfrage stellen, nochmal zum Tempo der Forschung jetzt im Rahmen dieser akuten Infektionsgeschehens. Also normalerweise geht es ja in der Forschung etwas gemächlicher zu. Sie haben jetzt dankenswerterweise diesen Preprint mit den Ergebnissen auch zur Verfügung gestellt. Und vielleicht nochmal eine Frage an Sie alle 3. Also tut eigentlich dieser Zeitdruck, wir verstehen alle wollen diese Antworten haben, aber die Wissenschaft kann ja nicht alle Antworten in der Schnelle liefern, die wir gerne hätten. Wie betrachten Sie das selber? Also es ist jetzt 1 Monat her, seit Sie sozusagen die ersten vorläufigen Ergebnisse publiziert haben. Wir haben jetzt den Preprint veröffentlicht, wir haben noch keine Begutachtung. Hätten Sie es gerne anders gemacht? Oder wie schätzen Sie das ein, das Risiko, dass man praktisch jetzt unter hohem Druck vorläufige Ergebnisse publiziert? Vielleicht, Herr Streeck, fangen Sie mal kurz an. Ja, ich bin eigentlich sehr glücklich mit den Ergebnissen, die wir gehabt haben, in dem Sinne, also jetzt nicht die Endergebnisse, sondern die Daten, die wir gesammelt haben, weil das ist ja, vielleicht das auch noch mal deutlich zu machen, separat gewesen. Das Einwohnermeldeamt hat die Einladung rausgeschickt. Wir haben dort mehr oder weniger verblindet ja die Leute untersucht und die sind dann an die Datenbank, also ins Studienzentrum gegangen. Also es gab einen kompletten
Also man konnte, ich kann selber überhaupt nicht auf die Daten, also die Rohdaten zugreifen. Der Biometriker ist sehr glücklich eben mit der Datenqualität. Und darüber bin ich sehr glücklich, dass wir eine in so kurzer Zeit eine Datenqualität liefern konnten, die gut analysierbar ist, auch unter so einem kurzen, in so einem kurzen Zeitfenster. Herr Hartmann, als renommierter Wissenschaftler. Ja, wir hören Sie leider nicht mehr. Das tut mir leid, dass irgendein Problem ist, was wir nicht lösen können. Dann vielleicht Herr Krause noch. Sag es mir doch mal und dann übersetze ich. Ist ja wirklich, sorry. Soll ich was sagen, oder? Ja, Herr Krause noch. Ja, ich meine, was ist denn die Alternative? Wir brauchen doch die Daten jetzt. Also wir müssen die Studien jetzt durchführen und die werden auch jetzt gebraucht, weil sie richtungsweisend sind. Sie werden hilfreich sein für verbesserte Modellierungen. Während ich einerseits hier sehr skeptisch war, was diese Fluxo-Hochrechnung auf ganz Deutschland betrifft, und dazu stehe ich auch, glaube ich, dass diese Studie trotzdem sehr, 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 sehr wertvoll ist, indem sie jetzt nämlich mit den Erkenntnissen, die sie jetzt liefert, Eingang liefern wird in die anspruchsvolleren, detaillierteren Modellierungen und dann sehr wohl auch für Empfehlungen und Strategien und so weiter genutzt werden kann. Und sehr bald werden ja hoffentlich noch weitere Studien dieser Art kommen, von anderen Orten, in anderen Settings. Und das wird das Ganze noch verfeinern. Also ich kann das nur begrüßen, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist anstrengend. Ja, das ist schwierig. Und man hätte es natürlich viel lieber in mehr Muße gemacht. Aber die Alternative stellt sich ja nicht, weil wir brauchen die Daten noch jetzt. Und insofern war das richtig, das jetzt zu machen. Gut, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Herrn Streeck und bei Herrn Hartmann vor allem, weil Sie sich sozusagen so zeitnah sich zur Verfügung gestellt haben, kurz nach Veröffentlichung des Preprints. Danke auch an Herrn Krause, dass Sie sich die Studie ganz auf die Schnelle mal angeschaut haben, so eine Art Mini-Peer-Review, sage ich jetzt mal, uns noch mitgeliefert haben. Ich kann noch sagen, die Studie und das Webinar wird jetzt gleich auch online gestellt werden, sodass noch weitere Kolleginnen und Kollegen sich das nochmal anhören können. Wir werden auch in aller Schnelle ein Transkript erstellen, wo sozusagen nochmal die ganzen inhaltlichen Aussagen auch dokumentiert werden. Und ja, und wir entschuldigen uns natürlich für die technischen Probleme. Ich weiß auch noch nicht, woran es gelegen hat. Wir werden das natürlich alles analysieren, aber ich kann Ihnen schon mal mitteilen als Experten, dass wir über 90 Teilnehmer an diesem Pressbriefing hatten. Und insofern ist es ja auch das Interesse an der Studie riesengroß und das ist ja auch genau richtig so, weil das halt sehr wichtige Daten sind, die Sie erhoben haben. Gut, dann würde ich mich im Namen des Science Media Center bei allen Kolleginnen und Kollegen da draußen und aber auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und dann gutes Berichten über diese sehr wichtige Studie. Danke. Dankeschön.